aber der rote, den roten kriege ich, Ah, den noch mal ein bisschen. Wir können ihm auch mal einen Namen geben, oder? Ja. Wie heißt der? Der rote ist die Lucy. Achso, ja, stimmt, da haben wir so einen Frauennamen. Ja. Lucy? Ja. Okay, bin ich mit einverstanden. Ne? Und der andere ist der Schorsch. Oder? Jetzt fahr da mal weg, ich versuche den mal. Jetzt hänge ich mit dem hier fest, oh nein. Ich glaube, du musst mich jetzt wieder frei fahren. Jetzt hänge ich mit dem da fest. Ohne Witz. Okay. Alles gut. Jawohl, ist ja schön. Jetzt habe ich die so ordentlich dahingestellt, gerät. Ich versuche mal, den Schorsch zu befreien. Oh Gott, du willst ihn rüberlupfen. Warte, ich steig mal ein. Vielleicht kann ich jetzt... Komm schon. Ich schieb mal ein bisschen von Nee, er kann nicht. Der Helfer müsste jetzt ja seinen Job gut machen in der Zwischenzeit. Ja, ja, ich war kurz bei ihm, hab mal geguckt. Das ist okay. Boah, es wird eher schlimmer wie besser, gell? Wir hängen voll auf dem scheiß Ding. Ja, genau, perfekt. Jetzt bin ich ausbalanciert. Juhu! Sehr gut. Ah, es gibt gar nichts mehr. Genau so soll's. Komm schon. Nein, nicht? Nee, Tim, ich glaube, wir haben ihn echt kaputt gemacht. Ja, es sieht so aus. Schon wieder ein Traktor kaputt gemacht, ey. Kein Respekt vor den modernen Landwirtschaftsmaschinen, ey, die Jugend heutzutage. Ich fahr nochmal rein. Ich bin mal von hier. Oh, von hier kann man nicht. Nicht anschieben. Vielleicht ein bisschen mehr Schwung. Das kann es ja nicht sein, dass wir hier jetzt eine Folge lang versuchen, hier irgendwie einen Traktor irgendwie zu befreien, oder? Das ist voll geil. Voll spannend. Ja gut, müssen wir nächstes Mal wieder zurücksetzen. Irgendwie. Ja, aber. Oh Mann, das ist ja echt voll die Krütze, ey. Was ist das für ein Spiel, das... Das hat dich ja keiner gezwungen, dich da festzufahren und das Ding da hinten abzuladen. Ja, ey. Pff. Ich war nur ein bisschen verkantet und bin echt nicht mehr weggekommen, weißt du? Also. Ja, hier, Jetzt liege ich auf der Seite und du kannst mich wegschieben vielleicht. Oh yeah. So, und jetzt schiebe ich dich so lange, bis du dich wieder aufrichten kannst. Ja, ich bemühe mich, siehst du es. Komm schon. Juhu. So, wir haben es geschafft. Problem gelöst. Ging ja nur eine halbe Stunde. Ja. Super. Ein richtiger Traktorknäuel, gell? Okay, ja. So, jetzt hier, Licht anschalten, Timsche. Stimmt. Es wird langsam dunkel. Was macht denn unser Helfer Heiner? Der fährt noch. Der fährt da hinten. Wunderbar. Ja gut, Dingster. Ja, dann holen wir mal die Schaufel, oder? Die Gabel. Ja, holen wir. Schaufelgabel. Jo. Meine Güte, was eine Aktion. Ey, das ist doch echt ein, also das ist doch grandios, oder? Naja, gut. Der Hersteller geht halt davon aus, dass man mit seinen Geräten etwas pfleglich umgeht. Ja. Oh mein Gott. Ich habe mich echt nur ein bisschen verhakt und dann gab es volles Desaster. Du magst es einfach mit Traktoren, andere Traktoren zu haben. Guck mal, hier haben sie Lichter eingeschaltet. Ja, das ist wunderschön. Du hast übrigens auch hinten Lichter, nur zu innen. Ja, wie macht die an? Naja, nochmal F. Ach, sieh mal an. Zweimal Licht. Ja. Gibt zweimal Licht und nicht an und aus. Fantastico. Okay. Und wo ist das Ding jetzt? Ja, ach so, du hast es schon. Ajo. Ajo, achso, du hast ja schon das andere Ding geholt. Na gut. Dann hole es, Timjo, und dann helfen wir mal dem guten, was, Campingplatz oder was? Was machen wir da? Weiß nicht, ich glaube, ich kann es nicht angucken. What? Muss ich das machen? Nee, ich habe das Gefühl, da brauchen wir tatsächlich so ein Frontladerteil. Was? Das kann ja wohl nicht sein. Ich komme, ich eile, ich fliege. Ja, gib mal dein Bestes, versuch du es mal. Ja gut, ja, aber ich meine, das gleiche Ding wie, ja, und so, ne? Oder kürzt nur von der anderen Seite? Auch so. Ich komm mal von der anderen Seite ran. Ja, also von der geht's bei mir auch nicht, auf jeden Fall, ja. Man sieht halt keine Gabeln, gell? Das ist ein bisschen dumm. Na komm schon, hä? Hä? Nee, das war schon richtig so. Ah ja, jetzt sieht man auch Gabeln, ne? Okay. Hä? Das kann doch nicht sein. Die Gabeln sind im Boden. Ja, voll cool. Nee, da brauchen wir wahrscheinlich so eine Maschine irgendwie. Echt mal so den Weidmann 4270 CX100T. Echt mal. Robustheit und guter Sicherheitsstandard. Na dann.
Naja, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Na super. Auf jeden Fall liegt hier die Gabel jetzt vor uns rum. Ne? Ja, super. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, das ist super. Okay. Ja gut, und jetzt? Vorsicht. Man verhakt sich schnell. Naja, jetzt fahren wir wieder zurück zum Hof und betrachten unser Feld mal bei Nacht. Vielleicht ist da ja schon ein bisschen mehr gewachsen. Oder? Naja, also je nachdem, wie hart diese Simulation unterwegs ist. Ne? Ja, das werden wir gleich herausfinden. Kann es ja eine Weile dauern. Na, das glaube ich nicht. Das muss ja den Spielspaß trotz allem hochhalten. Naja, gut, ja. Kannst ja erstmal deine Silos leer machen. Brauchst ja auch schon 3, 4, 5 Stunden dafür, bis du das Zeugs verkauft hast. Und hier wächst noch nichts. Da hinten sät er noch. Guck, du Freund, da sät er noch. Stimmt. Sehr anständig, junger Mann, sehr anständig. Gefällt mir gut. Okay, und was sagt denn der PDA zur Reife und so? Nicht der PDA, die Karte. Ist schon irgendwas reif? Jetzt müsste er ja fertig sein. Ja, jetzt ist er auch fertig. Okay. Naja. Was macht er jetzt? Fährt noch mal ein bisschen vor. Was ist da eigentlich Geld im Moment? Oh ja, da. Schon wieder 1 Euro verloren und noch einen. Naja. Total ich spannend. Ich fahre ja schon weg. Nur, wo willst du denn? Das dreht er nochmal. War er denn hier hinten schon? Was ist da hinten? Ach, guck mal, er hat hier so eine Reihe, hat er wohl noch nicht gesehen. Der macht das überkorrekt. Siehst du das? Ja, das ist halt. Ja, eine Fachkraft ist er. Ja, ja. Wow. Eine Fachkraft, so es aussieht. Ja. Aber das hier drüben ist ja relativ schnell gewachsen, Herr Kurzheil. Ja, aber ich meine. Weiß nicht, vielleicht müssen wir das Spiel verlassen und wieder reingehen und dann. Ist es da auf einmal, meinst du? Nee, war doch jetzt auch so. Ich meine, wo wir rausgegangen sind, letztes Mal, dann war ja hier auch noch nichts. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann ich wette, morgen früh ist schon was da. Morgen früh? Naja, wenn wir jetzt 6 Monate warten müssen, bis da was kommt, das kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein, ne? Nein. So. Kann aber trotzdem sein. Kann sein, muss aber nicht. Ich bin da ja optimistisch. So, jetzt was machst du? Oh, jetzt er weg. Okay, dann fahre ich hier mal nochmal die letzte. So, auf. Traktor aus der Hölle. Beweg dich! Wo fährst du denn rum, Käse? Ich bin gerade auf dem Hof. Ich schnapp mir jetzt einen Golfkart. Ja? Und pace hier ein bisschen rum. Echt? Naja. Wo willst du denn hinpesen? Ich weiß nicht. Ich mache hier eine kleine Rallye. Auf dem Hof. Rallye? Okay. Naja, die kleine Hofrallye, weißt du? Ich sehe hier nochmal eine Reihe. Weißt du nicht, dass wir eine vergessen haben? Ja, das stimmt, ja. Sehe ich jetzt. Okay, ich komme mal zur moralischen Unterstützung. Ich komme. Das sind sogar 2 Reihen. Oh Gott. Na jo. Ich rangiere ganz tapfer, Käse. Ich rangiere. Passt schon. Passt schon, Tintin. Du machst nicht überkorrekt. Die Maschine. Sonst ramme ich dich frontal mit meinem Golfkart. Nein, nein. Ich mach's nicht. Oh, wer weicht aus? Wer weicht aus? Ach, Käse. Ausgewichen. Ach. Das macht's ja auch nicht besser jetzt hier. Du kannst gleich selber machen, Freund. Ja? Naja, verzeih mir bitte, Tim. Verzeih mir bitte. So. Aber mehr geht halt nicht. Wenn ich hier noch versuche. Was soll ich denn tun? Die letzten 2 Reihen für Profit und Gewinn hier irgendwie an den Start zu bringen. Ja, mach's ja mal, ja. Ich fahr so mit Bergchen drauf. Klappt bestimmt nicht. Dann werde ich kommen. Und? Du fährst den Berg rauf? Ja, ich. Ach was, oder? Guck mal, wie weit oben ich schon bin. Oh, jetzt rutscht er wieder runter. Aber ich war voll weit oben. Das stimmt natürlich. So, Dulle. Eine Bahn fahre ich. Ja? Eine geht noch, ja. Eine geht noch. So. Fahr. Gott. Fahr. Komm schon. Ich bin am Berg fest. Oh Gott. Was denn? Nee, ich sehe hier wie ein großer. Ja? Ja, ja. Na, da ist aber noch ein bisschen Rand über, oder? Ja, weil ich halt hier exakt sehe. Oh Gott, ich muss nicht. Oh Gott. Kannst du gerade noch runter gehen können? Phew. Oder kommst du nochmal? Weiß nicht, mal sehen. Kann schon sein. So, wir haben gedüngt und gesät. Verkauft und. Was haben wir noch? Gekauft. Alles, was man so macht. Sehr gut. Jetzt ist auch Nacht. Schon die halbe Nacht durch. Und ich habe kein Licht an. Gott, ja, Tim schön.
So, jetzt komme ich mal zum Hof zurück, Käse. So geht das nicht. Nein. So, komm mal. Dann könnten wir den eigentlich auch den Helfer ernten lassen. Naja, wir machen ab sofort nichts mehr. Nee, legen wir uns alles an die faule Haut. Lass den Helfer machen, ja. Wir verkaufen nur noch. Ja. Kann man den Helfer auch verkaufen lassen? Keine Ahnung, bestimmt nicht. So, genau, dann auf den Hof. Ah, kommst du mal. Ich komm mal, Käse. Und denn? Ja, nix. Da legen wir uns schlafen, oder? Ja, kann man denn nicht schlafen legen? Nee, kann man gar nicht, gell? Nee, man kann Tag und Nacht arbeiten. Das ist so. Jo. Glaube ich sofort, ja. Das glaube ich dir sofort. Du drehst da deine Kreise wieder, oder? Ja, ich drehe da einsam meine Kreise. Statt einen nach dem anderen. In der Zwischenzeit hättest du ja ruhig noch eine Fuhre irgendwas verkaufen können, weil dann hätten wir jetzt uns den Frontheber 100 TX irgendwie kaufen können. Hat das auch Licht? Oh, das hat sogar auch Licht. Ja, klar, das Licht. Wow. Ja, logisch. Kann man auch nachts golfen. Ah, jo, Timchen, ne? Ich leg mich da mal hin. Mach das. Wo liegst du denn? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Das Haus ist ja zu. Das Haus ist... Komm, wir legen uns aufs Feld. Aufs Feld? Ja. Der echte Bauer, der legt sich... Ja, wir müssen das ja bewachen, nicht, dass da der Saatdieb kommt oder so. Ja, Krähen und so. Ja. Ich leg mich hin und du stellst dich wie eine Vogelscheuche aufs Feld und wedelst mit den Armen die ganze Nacht. Nee, ich stell einfach hier, ich leg hier so einen Backstein aufs Pedal und... bin das Lenkrad nach links und drehe dann endlose Kreise. Mach das. Ne? Und ich ich beobachte hier unsere Pflanzen beim Wachsen. Ja? Genau. So, das schalte ich mal wieder aus hier. Ist ganz schön kalt. Ja? Wir mit unseren kurzen Ärmelchen da. Jo. Guck mal, hier hätten wir Frontlader, hätten wir schon wieder hier richtig Asche machen können, aber nein. Geht halt nicht. 1 Minute 41, das ist aber schnell. Zeitlimit? So. Hä? Ach du Kacke, das hat ein Zeitlimit. Ja, da muss man halt richtig schön da Vollgas geben. Ja, okay? Toll. Na, dann machen wir sowas nicht. Nee. Aber wir haben ja jetzt schon die Palette da. Also den Gabel. Dings da. Stapelgabler. Jo, ne? Den haben wir ja. Wunderbar. Voll gut. Dann würde ich sagen, gutes Nächtle, Käse. Ja, schlaf mal gut, ja. Bis denn dann. Tschüss, mein. Ciao, ciao.